Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update von mir. Heute berichte ich ein bisschen über die CFS-Symptome, wie es mir damit so geht, wie die Therapie läuft, was die Ernährung macht, wie ich mir 2023 idealerweise vorstellen würde, was aber auch meine Verpflichtungen jetzt sind von Seiten des Arbeitsamtes. Da gab es auch ganz schön viel hin und her und Missverständnisse irgendwie. Ich habe am Anfang auch nicht genug Geld bekommen und so weiter. Und vielleicht fange ich erstmal mit Ende 2022 an. Da ging es mir auf jeden Fall mental nicht so gut. Da hatte ich so, ab und zu ein paar depressive Tage, dass ich mich so wie eingefroren gefühlt habe und irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich nicht bewegen, ich kann irgendwie nicht weiter, ich habe mich einfach ohnmächtig gefühlt. Vielleicht ist das das bessere Wort anstatt von Depressionen, dass ich hier so saß und dachte, ach du Scheiße, also mein Leben habe ich mir so anders vorgestellt, es geht nicht in dem Maße voran, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, da habe ich in der Therapie halt auch besprochen, was ich glaube, woran das liegt. Das ist so eine Kombination aus zwei verschiedenen Dingen. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der zum Beispiel trotz Depressionen hat arbeiten können, der immer funktioniert hat auf allen Ebenen, Motivation hatte und quasi nie stillsitzen konnte. Und ja, seit meinem Schwangerschaftsabbruch ist das irgendwie ein bisschen anders. Seitdem hatte ich das Gefühl, ich habe mental einfach nicht mehr so diese Stärke, immer weiterzumachen. Das ist so diese eine Ebene, weswegen ich mich erschöpft fühlen kann. Und dann gibt es halt die andere Ebene von CFS, was ich sehr gut unterscheiden kann, wenn es jetzt der Körper ist, der quasi nicht möchte. Ich wollte mir sogar dieses Buch bestellen, wenn der Körper Nein sagt, von irgendwas Mathé heißt der, glaube ich. Weil ich das ganz spannend finde. Und genau, diese beiden Kombinationen, mit denen habe ich halt meistens zu tun. Muss aber sagen, dass jetzt beides eigentlich viel, viel besser ist. Und dass mir die Therapie auf mentaler Ebene auch hilft und dass es mir körperlich auch viel, viel besser geht. Also an CFS-Symptomen merke ich eine deutliche Steigerung von meiner Energie. Also was jetzt so Spaziergänge, Yoga und Pilates, also mit Pilates habe ich angefangen zum Beispiel, angeht, ich kann mich besser konzentrieren und das hat jetzt auch dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, also ich will mal versuchen, mich wieder in einem Fitnessstudio anzumelden, falls das klappt in dem, wo ich war. Das ist eigentlich ein Uni-Fitnessstudio und man hätte quasi nahtlos dort weiter trainieren müssen, um da überhaupt reinzukommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt reinkomme, aber das möchte ich auf jeden Fall versuchen, wieder ein bisschen zu laufen und ein bisschen Muskulatur aufzubauen, sozusagen. Auf der anderen Seite möchte ich mir auch einen Minijob suchen. Und ich kann ganz klar dazu sagen, dass ich da nach wie vor Ängste habe, sozusagen. Also, weil ich einfach in den 2 Jahren so oft versucht habe, wieder durchzustarten. Aber wenn man das vielleicht selbst erlebt hat, dass zum Beispiel einem die Beine wegsacken, dass man sich nicht mehr auf den Beinen halten kann, dass man nicht mehr aufstehen kann, dass man sogar im Krankenhaus landet, bei einer Grippe, weil der Körper einfach zu schwach ist. Das hat bei mir dieses Vertrauen in meinen Körper einfach unfassbar erschüttert. Früher habe ich mir, wie gesagt, alles zugetraut, also dass ich ja, ich weiß es nicht. Ich bin 2012, habe ich zum Beispiel spontan meinen Job gekündigt, bin ins Ausland gegangen, habe die Sachen hier eingelagert. Ich hatte überhaupt gar keine Angst, weil ich wusste, egal was passiert, ich habe die Kraft, wieder zurückzukehren. Ich habe die Kraft, überall zu arbeiten, wo ich möchte, weil ich mich auf meinen Körper verlassen kann und auf meine Leistungsfähigkeit verlassen kann. Ich habe mich stark gefühlt, was irgendwie lustig ist, weil ich natürlich faktisch weniger gewogen habe als jetzt und optisch natürlich nicht stark aussah, aber manchmal ist es schon einfach dieser Glaubenssatz, wenn du dich stark fühlst und du weißt, du kannst dich auf deine Fähigkeiten verlassen, ist es irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl. Ja, und das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich das ausprobiere, auch ohne große Erwartungen. Ich werde mir auch, glaube ich, bewusst was suchen, was mir jetzt nichts bedeutet oder wo es nicht so schlimm wäre, wenn das nicht klappt. Einfach, um mir da diese krasse Enttäuschung zu ersparen, weil das war für mich tatsächlich schlimm, dass ich den Job verloren habe, weil ich ja versucht habe, mit der Wiedereingliederung einzusteigen und gemerkt habe, okay, das überfordert mich.
mein Körper packt es nicht, Lymphknotenschwellungen werden stärker, Entzündungen werden stärker, Schmerzen werden stärker, Erschöpfung, Müdigkeit, Brain Fog, alles zusammen. Und habe mich da ja immer wieder quasi, also es hat mich halt immer wieder zurückgeworfen. Und das möchte ich natürlich nicht nochmal erleben. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich jetzt langsam an einem Punkt bin, wo ich mich wieder etwas mehr belasten kann. Meine Weihnachtstage waren unglaublich schön für die, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich war bei meiner Familie gewesen, mit meinem Freund zusammen und danach in Kassel bei seiner Familie, auch über seinen Geburtstag noch. Und das wäre 2021, wäre das nicht möglich gewesen. Da haben wir hier gefeiert. Zum einen, weil Corona war. Wir hätten bei den Familien zu Hause schlafen wollen. Das wäre zu viel für mich gewesen allgemein, mich an den Tagesrhythmus komplett anzupassen. Und Entschuldigung, das war diesmal wirklich gut möglich. Und ich habe auch nicht so krass auf die Ernährung geachtet. Also ich habe Zucker gegessen. Ich habe sogar Gluten gegessen, das mir allerdings nicht bekommen, also das sollte ich wirklich lassen. Aber ansonsten habe ich einfach alles gegessen, was die mir gemacht haben. Ich war froh, dass sie mir was Veganes gekocht haben und gebacken haben und so. Und deswegen, ja, hatte sich das sehr gut angefühlt. Und ich war Silvester sogar auf einer Party, das erste Mal seit Jahren, nee, 2019, Silvester war ich das letzte Mal auf einer Party gewesen. Also ja, war das genau 3 Jahre her. Ich war danach sehr erschöpft und es war auch anstrengend für mich und vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist eine schöne Erfahrung, dass ich merke, mein Körper lässt wieder mehr Belastung zu, ohne dass ich danach tagelang im Bett liege. Und das freut mich unwahrscheinlich und das macht mich auch optimistisch, weil ich Ende 2022, wie gesagt, zum einen dieses krasse Ohnmachtsgefühl hatte, aber auch leichte depressive Tage. Ich hatte gar keinen Appetit mehr. Ich habe mir das Essen reinzwängen müssen. Ich saß hier wie versteinert und habe nur gedacht, das ist irgendwie, ja, also war einfach kein schönes Gefühl. Also es darf man ja nicht vergessen, dass auch diese Erkrankung, also so eingeschränkt zu sein und viele Dinge nicht machen zu können, dass das natürlich auch dazu führt, dass es einem, dass man mental stark an sich arbeiten muss, um nicht in der Depression zu fallen, ohne dass es irgendwelchen anderen andere Gründe noch hat. Ja, genau. Und für 2023, wie gesagt, also ich möchte es versuchen, wie es aussieht mit Sport, ob das vielleicht wieder möglich ist in kleinem Umfang. Ich möchte versuchen, wie es ist, einen kleinen Minijob zu haben. Ob mein Körper das dann gut schafft mit der Belastung. Und ja. Ein anderes Thema ist jetzt aber, dass ich beim medizinischen Dienst gewesen bin von der Agentur für Arbeit. Die haben mich dort nach so einer Untersuchung und Gespräch und, als nicht arbeitsfähig eingestuft. Das heißt, ich muss jetzt eine Reha machen. Das ist auch verpflichtend. Alternative wäre gleich die Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Ja, das möchte ich eigentlich nicht sozusagen. Ich würde gerne wieder arbeiten, das ist nach wie vor mein Wunsch. Arbeiten gibt mir unglaublich viel. Es darf natürlich nicht zu einer Überforderung führen. Und auch wenn sich das jetzt alles ganz positiv anhört und es mir wirklich besser geht, also mental und körperlich, sind natürlich Symptome noch da. Also nach diesem ganzen ungesunden mit viel Zucker, Chips, Fertigprodukten und so, hatte ich natürlich auch wieder Entzündungen und ich hatte Magen-Darm-Probleme. Das ist sowieso auch noch ein Thema, wo ich mich drum kümmern möchte, um den Darm. Und ich muss mich auch mehr ausruhen als ein anderer Mensch. Also das ist ein durchschnittlich gesunder Mensch sozusagen. Das ist nach wie vor so, aber ich war einfach sehr, sehr dankbar, also meinem Körper auch sehr dankbar, dass ich wieder etwas mehr Flexibilität sozusagen habe. Ja, genau. Und das mit der Reha, das hat mich erstmal tierisch dolle geärgert, muss ich sagen, weil ich da überhaupt gar keine Lust zu habe, weil ich mir nichts davon erhoffe. Also wenn ich mir davon erhoffen würde, dass es mir besser geht, dann fände ich das gut. Also rein psychisch, also so, wenn man sagt, eine psychosomatische Reha, kann ich sagen, ich bin zufrieden mit meinem Therapeuten. Die Dinge, wo ich denke, dass eine Verbesserung eintritt, das ist nichts, was ich in der Gruppe besprechen würde. Das sind sehr private Dinge, die ich ja, hier mit meinem Therapeuten reden möchte und nicht dort. Und alles, was Achtsamkeit oder Entspannungsverfahren angeht, das kenne ich alles schon. Da weiß ich, was mir hilft und was mir nicht hilft.
Und ja, dementsprechend erhoffe ich mir da nicht viel von und sehe das eher als Kostenfaktor und Zeitverschwendung oder eventuell sogar als eine mögliche Verschlechterung von meiner Symptomatik. Wobei ich sagen muss, ich bin selbstbewusst genug, dass ich da nicht über meine Grenzen gehen werde und auf mich aufpasse. Also ich glaube nicht, dass es da zu einer Verschlechterung kommen wird, weil ich dann halt sage, okay, wenn es irgendwas ist, was mich überlastet, das mache ich dann halt einfach nicht. Ja. Und wenn es dann am Ende heißt, das ist ein Erwerbsminderungsrentenantrag, ich meine, erstmal Antrag heißt ja nicht, dass man die bekommt, ist, dann werde ich das halt auch so machen, weil ich ja keine Lust habe, dass mir der Erfolg, den ich jetzt habe, dass mir der wieder kaputt gemacht wird oder genommen wird. Falls ihr Empfehlungen habt für eine gute Reha-Klinik, wo ihr sagt, okay, das bringt vielleicht sogar was, wenn du da hingehst, oder das hat mir sehr geholfen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Darüber freue ich mich natürlich. Ich werde das auch machen. Ja, jetzt morgen bei meiner Ärztin den Antrag stellen und diesen Antrag habe ich schon zurückgeschickt an die Agentur für Arbeit. Da bin ich mal gespannt. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich wieder ganz gesund werde. Und ich bin beziehungsweise jetzt auch optimistisch, weil es mir so gut geht wie in den vergangenen 2,5 Jahren nicht mehr. Und ich traue mich immer kaum, das zu sagen, weil ich dann Angst habe, dass es sich wieder verschlimmert. So, also so ehrlich muss ich auch sein. Genau. Was die Ernährung angeht, war das in den letzten Monaten halt nicht ganz so gesund wie sonst. Also auch viele so Kekse, Ersatzprodukte, wie gesagt. Mir geht es dadurch aber nicht deutlich schlechter, sondern es ist eher so, dass die Entgiftung dadurch ein bisschen zurückgefahren wird mit Sicherheit und nicht so viele Giftstoffe gelöst werden. Dadurch ja, ist der Körper natürlich auch aktuell nicht so belastet. Ich versuche natürlich trotzdem noch mich so gesund zu ernähren. Also der grüne Smoothie und viel Obst und Gemüse ist immer dabei. Ja, aber ansonsten, also was die Symptomatik CFS angeht, habe ich ja öfter Probleme mit dem Darm, was ich auch habe seitdem. Die Gelenkentzündung noch, die geschwollenen Lymphknoten und halt Erschöpfung nach Belastung, wobei das halt weniger geworden ist. Also mein Fenster, in dem ich mich bewegen kann, sozusagen, ohne Symptome zu bekommen, ist deutlich größer geworden. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass es auch weiter bergauf geht. Also das hat zum Beispiel mein Freund mir, also das haben mir auch Freunde gesagt, die mich gesehen haben, wenn sie mich getroffen haben, oder auch meine Familie oder dort in Kassel die Familie, dass die einfach einen deutlichen Unterschied merken zu dem Zeitpunkt, zu dem sie mich das letzte Mal gesehen haben, dass ich auch kognitiv wieder viel wacher bin und ja, dass es einfach schön ist zu sehen sozusagen, dass ich mich langsam wieder erhole und das hat mich natürlich irgendwie auch gefreut. Ja, genau. Und rein finanziell, dieser Hickhack mit dem Arbeitsamt, solange wie nicht klar war, ob ich jetzt arbeitsfähig bin oder nicht, habe ich nicht das volle Geld bekommen. Das war ein bisschen nervig, das wird mir jetzt nachgezahlt. Da bin ich auch froh, dass sich das geklärt hat, weil ja, finanzielle Sorgen noch zusätzlich zu haben, ist natürlich nichts, worüber man sich freut. Genau, also so viel von mir. Ich weiß, mir folgen ja auch einige Leute, die selbst CFS haben. Würde mich auch mal freuen, wie es euch geht, ob ihr Fortschritte merkt, ob ihr plant, wieder zu arbeiten. Genau, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und natürlich eine Reha-Empfehlung, falls ihr eine habt. Und sonst sage ich erstmal bis dann. Tschüss.